So, Mahlzeit. Schön, dass ihr da seid. Heute werde ich euch mal erzählen, oder werde ich euch über meine Erfahrungen berichten, die ich mit wirkaufendeinauto.de gemacht habe, und zwar mit dem Privatverkauf, Ankauf. Also ich habe ein Auto gekauft, welches über wirkaufendeinauto.de vermittelt worden ist, und daher möchte ich euch in diesem Video einmal zeigen oder erläutern, wie das Ganze abgelaufen ist und ob ich mit meiner Entscheidung am Ende zufrieden war. Ich würde sagen, wir suchen uns hierfür einfach mal ein ruhiges Plätzchen, damit ich nicht während der Fahrt reden muss. So kann ich ein bisschen konzentrierter sein und lenke mich nicht so von dem ganzen Verkehr ein bisschen ab. Feines Plätzchen jetzt mal rausgesucht. Stehen hier schön inmitten von Feldern. Und ja, folgendes. Ich war auf der Suche nach einem neuen Fahrzeug und habe mir halt vieles angesehen, habe rumgeguckt etc. Und ja, nach vielen Stunden der Sucherei auf eBay Kleinanzeigen, mobile.de, autoscout.de und wie sie alle heißen, diese ganzen Portale, habe ich ein Fahrzeug gesehen, was an sich erstmal interessant war. Aber dann vielleicht doch nicht, weil, wie gesagt, es war über wirkaufendeinauto.de inseriert. Und da wusste ich nicht, was ich davon genau halten soll. Das Fahrzeug stand jetzt auch schon über 2 Wochen online, sodass man sowieso denkt, okay, wieso steht ein Auto schon 2 Wochen online? Dann scheint es ja echt nicht so beliebt zu sein. Jedoch habe ich nach so, ich glaube, das waren echt nochmal so knapp 1,5 Wochen, habe ich überlegt und habe mir gedacht, okay, ich will mir das Fahrzeug ansehen. Der Wagen stand in Köln. Dortmund-Köln sind natürlich irgendwo 100 Kilometer. Das sollte dann gründlich geplant werden. Deswegen habe ich mir das auf den Samstag angesehen. War das ein Sonntag? Ich glaube, das war auf den Sonntag. Sind wir nach Köln gefahren, haben das direkt mit einem kleinen Wochenendausflug verbunden, sind danach in der Kölner Altstadt noch gewesen und im Schokoladenmuseum auch. Und morgens war halt der erste Termin, das Fahrzeug zu besichtigen. Wie ist es dazu gekommen, bis zu dieser Besichtigung? Und zwar folgendes. Ich habe wirkaufendeinauto.de angerufen, bin dann, so wie ich denke, in der Zentrale in Berlin rausgekommen. Dort war ein sehr netter junger Mann, dem habe ich dann einfach nur die Inseratsnummer mitgeteilt und er konnte halt sofort auf das Fahrzeug zugreifen. Hat dann auch gesehen, okay, es stehen gerade keine Besichtigungen an, von daher würde er bei dem Verkäufer einmal nachfragen, ob das Fahrzeug besichtigt werden kann, und würde sich dann nochmal zurückmelden. Also habe ich meine ganzen Daten hinterlassen, Name, Telefonnummer etc., E-Mail-Adresse, und ja, das ganze Gespräch lief irgendwie 3-4 Minuten. Da hat er mir noch ein bisschen was zum Auto erzählt, weil die hatten den ja im Check auch gehabt, hat gesagt, das Auto sieht recht gepflegt aus, hat keine nennenswerten optischen Mängel auch und ist an sich recht gut gewartet, und das wieso ich dann aber auch gesagt habe, ich möchte das Auto sehen, ist, das Fahrzeug war aus erster Hand. Interessant. Erste Hand, hört sich gut an für so ein älteres Fahrzeug. Das ist schon Baujahr irgendwie 2001. Etwas älteres Fahrzeug auch. Und der Preis war interessant auch. Also der war jetzt nicht billig, aber er war jetzt auch nicht teuer. Das muss man auch dazu sagen. Also der Preis war fair. Ich wäre bereit gewesen, den vollen Preis auch zu zahlen. Ja, dann ging es weiter. Etwa 2 Stunden später ungefähr habe ich eine E-Mail von Wir kaufen dein Auto bekommen mit einem Terminvorschlag. Und zwar stand dann in der E-Mail drin, ich könnte das Auto dann und dann um, ich weiß nicht, 17.30 Uhr oder so war das, glaube ich, in Köln besichtigen. Dabei war dann noch die Telefonnummer des Verkäufers, mit dem ich mich dann direkt auseinandersetzen hätte können. Okay, dann war das erstmal das. Ich dachte mir so, okay, 17.30 Uhr und das war, glaube ich, ein Mittwoch oder so. Katastrophe. Also Dortmund, Köln, Mittwoch, Nachmittag, 17.30 Uhr. Kannst du vergessen. Wollte ich mir nicht antun. Aufgrund der ganzen Verkehrslage rund um Köln geht da gar nichts um die Uhrzeit. Alle wollen sie nach Hause, Feierabendverkehr. Von daher habe ich kurz darauf dann den Verkäufer auch angerufen, habe mich mit ihm unterhalten und habe diesen Termin dann erstmal verschoben auf diesen besagten Sonntag. Er hat mir dann noch ein paar Dinge zu erzählt. Das Fahrzeug gehörte seinem Vater.
der einfach zu alt ist. Ich glaube, der gute Herr war dann schon über 90 und hat dann beschlossen, mit dem Autofahren aufzuhören. Und dadurch war dann dieses Fahrzeug auch zu verkaufen. Für mich ein plausibler Grund, war auch am Ende alles plausibel. Das war tatsächlich der Sohn etc. Ne? Der Vater, der war nicht mehr so, also der war gesundheitlich schon angeschlagen. Und daher musste der das Fahrzeug halt abgeben. Nett unterhalten, aufgelegt und dann war schon Sonntag. In der Zwischenzeit habe ich aber noch beim Verkäufer weitere Fotos angefordert, dass er mir die per WhatsApp einmal zusenden sollte. Hat er auch gemacht, gar kein Thema. Der hat mir von allem mal ein bisschen Fotos gemacht und hat mir auch noch ein bisschen was zu dem Fahrzeug natürlich erzählt. Genau. Und zwar erste Hand war es nicht. Denn es war ein Werksfahrzeug von BMW und der Vater hat das Ding mit, ich glaube, knapp 5.000 oder 8.000 Kilometern übernommen. Nach einem halben, dreiviertel Jahr. Okay, keine erste Hand. Aber plausibel, Erstbesitz BMW, Zweitbesitz R. Gut. Dann hat er aber gesagt, dass vieles an dem Fahrzeug gemacht wurde, vieles repariert wurde, die Bremsen rundum sind neu, alle Reifen, Räder, achtfach bereift ist das Fahrzeug. Alle Reifen letztes Jahr neu, bis auf zwei Sommerreifen, die sind von 2015. Sonst vier Winterreifen neu, Ende 2018. Zwei zusätzliche Sommerreifen, die jetzt montiert sind, auch, ich glaube, im Sommer 2018 war das. Er hat mir versichert, dass das Fahrzeug wirklich gut gewartet wurde, Scheckheft gepflegt etc. Ein Stapel an Rechnungen hat er wohl auch noch da etc. Alles gut, alles schön. Dann war der Sonntag. Wir sind schön nach Köln getingelt, in der Nähe vom Flughafen und haben das Fahrzeug dann morgens besichtigt. Es war sehr kalt, es hat ein bisschen geregnet, also ganz leicht aber auch nur. Da war das Fahrzeug dann. Ich den Verkäufer angerufen, er ist sofort rausgekommen und wir haben uns das Fahrzeug einmal angesehen. Ich gehe ums Fahrzeug rum, guck mir alles mal an, lass den Motor laufen. War alles in Ordnung, muss ich sagen. Also sind wir mal Probe gefahren. Wir fahren Probe, Fahrzeug schaltet sauber, ist in Automatik. Das Getriebe hat wirklich sehr gut geschaltet. Das hat vernünftig gelenkt, da hat nichts großartig gerappelt oder sowas. Vom Innenraum her das Fahrzeug wirklich sehr gepflegt, also ein sehr, sehr guter gebrauchter Zustand. Kein Neuwagen natürlich nicht, aber das Auto hätte auch nur 50.000 gelaufen haben können. So wie der hier von innen auf jeden Fall aussieht. Ja, am Ende war es dann halt soweit. Wir haben um den Preis ein bisschen verhandelt. Ich wollte das Fahrzeug nicht sofort mitnehmen, da ich mit meinem da war und organisatorische Probleme halt. Also haben wir uns über den Preis unterhalten. Ich konnte noch etwas handeln. Ne? Also der ist mir dann noch ein wenig entgegengekommen zu einem Preis, wo wir beide gesagt haben, das ist auf jeden Fall fair für das Fahrzeug. Also habe ich gesagt, gut, ich kaufe den Wagen und hole den nächste Woche ab. Und dann haben wir das alles per Handschlag besiegelt. Also wieder zu Hause gewesen, alles schön und gut. Und dann ein paar Tage später bin ich dann mit der S-Bahn runter nach Köln gefahren, um das Fahrzeug direkt mitzunehmen. Der Wagen war noch angemeldet und der Verkäufer hatte damit kein Problem, dass ich den Wagen auf eigener Achse überführe mit den Kennzeichen von seinem Vater. Also habe ich das gemacht. Während der Fahrt alles super, alles geil. Das Auto fährt wirklich vernünftig, muss man sagen. Hat ein Holzlenkrad. Fühlt sich cool an. Also ich hatte noch nie ein Holzlenkrad gehabt. Und er hat mir aber noch ein zweites Lenkrad mitgegeben, denn das Holzlenkrad ist nachgerüstet. Sein Vater wollte das damals unbedingt haben, deswegen hat er sich das einbauen lassen. Und mir hat er halt noch ein wirklich neuwertiges Lenkrad mit Airbag noch mitgegeben. Und da muss ich sagen, echt gut. Mal gucken, also ob das mit dem Holzlenkrad so geil ist auf Dauer. Wenn nicht, kann ich das immer noch gegen das Original-Lederlenkrad tauschen. Und ja, das alles dazu. Vom Innenraum her, das Fahrzeug typisch, ja, ältere Generation würde ich sagen. Holz, Mahagoni, wo das Auge hinblickt. Sehr holzig hier alles, sehr holzig. Aber ist in Ordnung, mir gefällt's. Also es sieht echt schön aus. Man könnte das natürlich alles irgendwie überkleben oder die Leisten austauschen oder sowas. Aber wofür? Also ich finde es eigentlich in Ordnung so. Es sieht schön aus, ist geschmackvoll. Und ja, und während der, genau, da habe ich das Auto abgeholt, bin nach Hause gefahren etc. Vorher, ich gucke mir das Auto an, sitze da so drin und denke mir so, okay, und guck so.
schaue so unter den Lichtschalter vom Nebelscheinwerfer und denke, was ist das denn? Und er so, ja, das hat mein Vater sich eingebaut, weil er großer Formel-1-Fan ist. Und er wollte das unbedingt haben und hat ein Heidengeld dafür bezahlt, dass die dem das einbauen. Ich zeige euch das mal. Und zwar ein Startknopf. Aber das Sinnlose an dieser ganzen Geschichte ist, ich kriege das Auto damit nicht gestartet. Denn ich muss dafür die Zündung anmachen. Kann dann natürlich das Auto einfach anmachen. Aber er wollte das über den Startknopf machen. Ja, über den Sinn oder Unsinn dieser Startknopfgeschichte kann man sich streiten. Cooles Gimmick vielleicht, braucht kein Mensch, absolut nicht, das braucht man nicht, weil man muss den Wagen ja dann trotzdem mit dem Schlüssel auf Zündung stellen, beziehungsweise mit dem Schlüssel, so wie das, so das Auto wieder ausmachen. Aber ist cool. Sieht cool aus. Ja. Die einen oder anderen haben jetzt vielleicht auch schon erkannt, was es für ein Fahrzeug sein könnte, denn ich habe das bewusst bis jetzt noch nicht gesagt, aber anhand der Armatur, glaube ich, hätte man das jetzt schon, oder ich wahrscheinlich an dem Fahrzeugschlüssel einfach, hätte man das erraten können, was es ist. Und ich würde jetzt sagen, wir gehen einmal ums Auto rum, dafür nehme ich euch mit und zeige euch auch einmal an dem Fahrzeug, wie der Zustand ist, und falls ihr euch für so ein Fahrzeug interessiert, was ihr zu beachten habt, wo so ein paar kleine Schwachstellen eventuell sind, auf die man achten sollte bei diesem Modell. Wobei, es ist auch eigentlich scheißegal. Ihr habt es wahrscheinlich jetzt eh im Titel gelesen. Es ist ein E39. E39 525i. Die Besonderheit ist, das Ding hat eine Gasanlage, dadurch sehr, sehr sparsam und ja, eine sehr geile Reiselimousine. Aber bevor wir jetzt einmal außen rum gehen, oder wir gehen einfach gar nicht erstmal außen rum, ich zeige euch jetzt einfach mal was. Einen kleinen Carport. Ja, kommen wir zu der technischen Seite an diesem Kfz. Und zwar folgendes, worauf müsst ihr im Normalfall achten, wenn ihr euch für so ein Fahrzeug interessiert? Grundsätzlich ist es so, dass das Auto sehr robust ist. Also Fakt ist natürlich, man sollte nach Verschleißteilen Ausschau halten. Sind die Bremsen mal gemacht worden? Reifen, Gummilager etc., Querlenker. Sowas merkt man bei der Fahrt, wenn das Fahrzeug bei höheren Geschwindigkeiten unruhig auf der Straße liegt oder so. Hat es wahrscheinlich irgendwas mit der Lenkung und Aufhängung zu tun. Lässt sich aber alles recht einfach instand setzen. Die Teile sind nicht teuer bei dem Fahrzeug. Karosserietechnisch sieht es wieder ein bisschen anders aus. Da muss man wirklich Glück haben, einen guten zu erwischen, denn die E39-Baureihe neigt zu Rost. Rost an den Schwellern, Rost an den Radläufen, Rost an der Heckklappe gehören zum guten Ton bei diesem Fahrzeug, im Normalfall. Der Wagen hier hat tatsächlich keinen Rost, also die Schweller sind nicht betroffen, die Radläufe sind nicht betroffen, die Kofferraumklappe ist rostfrei. Das Fahrzeug war ein Garagenfahrzeug, das sieht man dem Kfz auch wirklich an. Sehr, sehr gepflegt, keine Probleme. Ich hatte ihn auch schon auf der Bühne gehabt, von unten auch alles super sauber. Und ja, motortechnisch sieht es wie folgt aus. Man sollte bei dem Fahrzeug immer darauf achten im Bereich Kühlung.
Thermostat, Wasserpumpe, Wasserstutzen, Wasserschläuche, die Schnellverbinder an den Wasseranschlüssen, das ist alles aus Kunststoff, Wasserkühler, also alles, was irgendwo mit Kühlung bei dem Fahrzeug zu tun hat, bedarf höherer Aufmerksamkeit, denn diese Teile fallen gerne mal aus. Deswegen sollte man da auch drauf achten, wurde das gemacht oder nicht. Falls nicht, sollte man eventuell echt ein paar Euros an der Seite haben, um sowas dann sofort mitzumachen. Thermostat, Wasserpumpe, das kostet alles nicht die Welt. Man macht es einmal und hat erstmal wieder Ruhe für lange Zeit. Wasserkühler, okay, da kann man sich drüber streiten, ob man den unbedingt tauschen muss, wenn er nicht defekt ist. Ne? Er hat einen bekommen hier, er hat auch das Thermostat bekommen, er hat auch eine Wasserpumpe bekommen. Ist alles hier in Ordnung. Denn wenn das Fahrzeug überhitzt, weil eins der Bauteile ausfällt, kann es natürlich sehr, sehr schnell zu einem Motorschaden führen. Das heißt, Zylinderkopfdichtung brennt durch, der Kopf wird krumm. Das zieht natürlich deutlich höhere Kosten nach sich. Deswegen sollte man da drauf achten. Wurde das Fahrzeug vernünftig gewartet? Ist ein Scheckheft vorhanden? Wenn ja, bis wann wurde es gepflegt? Das Scheckheft ist tatsächlich lückenlos. Ich gucke mal eben kurz, habe ich das hier? Ach nee, das habe ich zu Hause liegen. Aber da ist tatsächlich der letzte Eintrag letztes Jahr gewesen. Genau, nee, vor 2 Jahren gewesen, der letzte Eintrag. Seitdem wurde das Fahrzeug nur 15.000 Kilometer bewegt. Sonst halt lückenlos bis zu dem Zeitpunkt. Wurde immer in der Werkstatt gemacht. Die ersten Jahre bei BMW, danach immer bei ATU. Alles, was an dem Fahrzeug dran war, wurde immer sofort repariert. So wie es sich angehört hat, das sieht man auch an den Rechnungen. Da wurde die Hinterachse wurde neu gelagert, ne, weil diese Gummilager-Dings da reißen gerne mal ein, werden porös. Sollte man auch darauf achten. Spätestens beim TÜV fällt das Auto dann deswegen durch. Wurde hier auch gemacht. Ja, und dann so Standardsachen. Öl, Kerzen. Auf die Zündmodule muss man vielleicht ab und zu mal ein Auge werfen. Kann passieren, dass die auch mal ausfallen. Aber im Gesamten ist das Fahrzeug sehr, sehr zuverlässig und schafft auch wirklich hohe Kilometerlaufleistung. Also es gibt sehr, sehr viele im Angebot, die schon 300.000, 350.000 und mehr Kilometer auf der Uhr haben. Der Wagen hat nicht mal 200.000 auf der Uhr. Daher ist da definitiv noch viel Zeit zum Fahren. Innenraum kommt gelegentlich mal vor, kommt eigentlich bei fast jedem E39 vor, dass wir Pixelfehler im Kombi-Instrument sowie im Radio haben. Hat der auch, aber wirklich minimal. Im Kombi-Instrument habe ich einen Streifen, der mir fehlt bei der Kommastelle der Temperaturanzeige. Und im Radio habe ich auch 2, 3 kleinere Stellen, die aber nicht beeinträchtigend sind. Das heißt, ich kann dadurch trotzdem alles lesen, alles gut. Ja, dann sollte man natürlich gucken, ob die Klimaanlage funktioniert. Ob alle Lämpchen angehen, wenn ich die Zündung anmache. Ob die Fensterheber funktionieren, ob das Schiebedach funktioniert. Ob das Getriebe vernünftig schaltet. Das merke ich ja auch während der Fahrt. So ein Getriebe, das ZF-Getriebe hier vom BMW, das ist ein wirklich gutes Getriebe. Wenn man damit fährt, man merkt ganz leicht immer die Schaltpausen bzw. den Gangwechsel, aber das ist alles sehr smooth. Also die Gänge sollten nicht reinhauen, sondern die Gänge sollten wirklich langsam, also wirklich geschmeidig ineinander greifen und immer den Gang wechseln, ganz entspannt. Also keine harten Schläge oder so. Sobald das irgendwie anfängt, sollte man auf jeden Fall drüber nachdenken, das Getriebe mal spülen zu lassen, empfehle ich sowieso. Kostet natürlich ein bisschen was. BMW gibt es nicht vor, aber ihr tut euch selber damit einen Gefallen. Denn so ein Öl verschleißt mit der Zeit. Es altert und es kann mir keiner sagen, dass so ein Getriebeöl eine Lifetime-Füllung sein soll. Es geht nicht. Es ist unmöglich. Ne? Deswegen sollte man wirklich so alle 100, 150.000 spätestens mal bei so einem Getriebe das Öl wechseln bzw. das Getriebe spülen. Um lange Freude daran zu haben. Das haben die X5 und die ganzen Diesel E39, glaube ich, auch. Die haben nämlich zum Beispiel auch das GM-Getriebe drin. Das ist unglaublich empfindlich, was das angeht. Also wenn man da nicht das Öl in regelmäßigen Abständen wechselt, fliegt euch das Getriebe beim Diesel um die Ohren, weil da dieses GM-Getriebe drin ist, was dieses AS5, glaube ich. Und das ist wirklich, das ist der größte Rotz überhaupt. Holt euch keinen Automatik-Diesel. Denn, ich sag mal so, bei 180.000 ist das Getriebe hin. Definitiv. Egal, was er macht,
Das ist definitiv hin. Ja, sonst, man sollte natürlich darauf achten, funktioniert der Tempomat etc. Bordcomputer, schaltet der vernünftig durch, zeigt da alles an. Hier habe ich den großen Bordcomputer drin, das heißt, der zeigt mir wirklich Zeiten, Reichweiten. Was zeigt er mir hier noch an? Limit, Distanzgefahren, Ankunftszeiten, Durchschnittsgeschwindigkeit, das Datum, Zeit 1, Zeit 2. Ein Timer kann ich hier stellen und die Uhr. Und über das Radio kann ich auch nochmal den Bordcomputer, kann ich mir die Verbräuche anzeigen lassen, etc. Das Fahrzeug hier ist mit einer Gasanlage ausgerüstet. Sehr sparsam im Unterhalt. Mittlerweile schon 100.000 Kilometer die Gasanlage auf dem Buckel. Funktioniert einwandfrei, schaltet gut um, macht soweit eigentlich keine Probleme. Sollte natürlich auch in regelmäßigen Abständen gewartet werden, beziehungsweise bei der Hauptuntersuchung wird das sowieso geprüft. Dann wird eine Leckageprüfung gemacht, ob alles dicht ist soweit. Ja, die schaltet gut um. Ich habe eine Reichweite von knapp 400 Kilometern mit dem Gastank. Das reicht locker für eine Woche bei mir. Und dann tanke ich voll für etwas über 20 Euro. Günstiger kann man kein Auto fahren. Definitiv nicht. Sonst gibt es hier eigentlich nicht viel zu erzählen, außer dass man einfach darauf achten muss, auf den Zustand etc. Verschleißteile halt, Bremse. Wenn die Bremse gut ist, so, und auch in Ordnung ist, aber quietscht beim Fahren, macht euch da keinen Kopf drum. Ich kenne keinen E39, der das nicht schon mal hatte. Also es ist eigentlich eine Krankheit, dass die Bremsen beim E39 quietschen bei höheren Temperaturen. Ist einfach so. Da machst du nichts gegen. Deswegen würde ich mir da keinen großartigen Kopf drum machen. Ja, was noch? Radio sollte funktionieren, etc. Bordwerkzeug im Kofferraum. Gucken, ob das vollständig ist. In dem Fall ist es vollständig. Ist alles super. Ja, sonst gibt es eigentlich nicht viel zu erklären oder zu erzählen. Das Auto ist sehr robust. Kann ich jedem empfehlen. Ist recht günstig im Unterhalt mit der Gasanlage. Verbräuche bei dem Fahrzeug. Also der verbraucht jetzt... Also ich habe jetzt vorhin noch mal getankt. Ich bin gefahren 375 Kilometer. Davon rechne ich einfach mal 10% Benzin ab. Also sagen wir mal so knapp 350 Kilometer bin ich jetzt gefahren auf Gas und habe vorhin getankt 36 Liter Gas. 36 Liter Gas auf 350 Kilometer. Das heißt, wir haben einen Durchschnittsverbrauch von knapp über 10 Litern Gas auf 100 Kilometer. Das heißt, wir reden hier von 5,70 Euro in dem Fall, die mich 100 Kilometer mit dem Wagen kosten. Das ist günstiger als alles andere. Man kann nicht günstiger Auto fahren in der Leistungsklasse. 192 PS, Platz für 5 Personen, 5,70 Euro plus sagen wir 10% dazu, bla bla, ne? Ab und zu mal ein bisschen Benzin nachtanken natürlich für einen Kaltstart. Je wärmer es wird, desto schneller schaltet die Anlage um. Bei kalten Temperaturen braucht er so 3-4 Kilometer, sonst schaltet er nach maximal 2 Kilometern schon um. Das heißt, jeder Kaltstart 2 Kilometer verbraucht, wenn ich jetzt auf 10 Liter rechne, vielleicht ein bisschen mehr, nicht viel. Das heißt, ich kann das Ding 50 Mal kalt starten und habe 10 Liter verbraucht. Könnte sein, ne? Irgendwie so. Wenn nicht, korrigiert mich. Ja, fällt euch noch zu dem Wagen was ein? Irgendwelche nützlichen Tipps? Schreibt es in die Kommentare. Es wird wahrscheinlich immer mal häufiger ein Video von dem Wagen dann auch geben. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie. Ich versuche dann in Zukunft darauf einzugehen. Und ich freue mich, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und mein Abschlussresümee zu wirkaufendeinauto.de Privatverkauf ist sehr guter Service. Also ich bin wirklich zufrieden mit der ganzen Abwicklung. Im Nachhinein habe ich nochmal eine E-Mail mit einer Bewertungsaufforderung bekommen, also dass ich die gerne bewerten möchte, wie der Service gelaufen ist. Bis auf die Fotos in der Anzeige, die qualitativ schlecht waren. Es ist einfach so, weil ich weiß, die fotografieren die Fahrzeuge mit dem Tablet und die Fotos sind einfach mies, muss man dazu sagen. Jedoch war der ganze Ablauf, die Organisation, die Koordination von wirkaufendeinauto.de voll in Ordnung. Mich hat das nichts gekostet, dieser Service. Der Service wird vom Verkäufer bezahlt. In dem Fall sind es 150 Euro, wenn man das Fahrzeug über wirkaufendeinauto.de inserieren lässt. Aber man hat trotzdem den ganzen Stress. Also ob man das jetzt wirklich in Anspruch nimmt oder ob man das selber verkauft, weil im Endeffekt muss man sich um den Verkauf selber kümmern.
Bleibt natürlich jedem selbst überlassen, aber ich sag mal so, ein Auto zu kaufen oder hier dieses Auto zu kaufen, war kein Fehler. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ganzen. Wenn ihr Erfahrungen damit gesammelt habt, positiv, negativ, schreibt es auch in die Kommentare. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich freue mich, dass ihr dabei wart. Schaltet mal wieder ein und bis bald. Macht's gut. Ciao.